Edelmänner, Sanatoriumswächter, Outmeer, der macht gerade immer noch seine Vorführung. Ja, ich könnte mit dem Sanatoriumsleiter noch mal sprechen. Nanz, da ist Nanz. Hello. Nette Frau durchstöbert die Regale mit einer für ihr Alter überraschenden Schnelligkeit und Energie. Ich fürchte, ich praktiziere nicht mehr, Kind. Ich bin zu beschäftigt mit meinen Forschungen. Was tust du hier? Ich bin Beseelerin. Als ich noch jung war wie du, habe ich jede Menge schlecht finanzierte und im Untergang geweihte Abenteuer für die Expeditionshalle unternommen. Aber in letzter Zeit stelle ich fest, dass die Forschung eher zu meinem Lebenstempo passt. Sie schlägt sich auf ein knarzendes Knie und lacht. Das musst du dich mit klaren, intelligenten Augen. Kann ich dir sonst noch bei etwas helfen? Was kannst du mir über das Sanatorium sagen? Es ist offiziell das Zentrum der Beseelung in Trutzbucht, gegründet 2729 und bei Pferdefrechtzirks. Nein, mich gab es damals noch nicht. Es wurde errichtet, um Krankheiten des Verstands und der Seele zu behandeln. Eine wichtige Einrichtung für eine wachsende Stadt, und mit dem Bau endete der Niedergang der Beseelung, der nach dem Belrath-Zwischenfall eingesetzt hatte. Der Belrath-Zwischenfall? Sie schüttelt den Kopf. Ein fürchterlicher Rückschlag für die Beseelung. Ein Dutzend Forscher, der vor dem Belsumpf arbeitete, zersplitterte die Seele von einem Dutzend Freiwilliger. Ihre Stimme senkte sich zu einem Knurren. Leider werden wir nie erfahren, was genau schiefgegangen ist, weil die wütende Menge ihn in Stücke gerissen hat. Dieses Missgeschick trägt einen Großteil der Schuld daran, dass die Beseelungsforschung in den folgenden 2,5 Jahrzehnten deutlich langsamer vorankam. Es half auch, die praktizierenden Beseeler hier in Trutzbuch zu versammeln. Imatle schickt mich. Er sagte, du wärst an Zepterteilen interessiert, die wir gefunden haben. Dieses redselige alte Fischweib hat mal wieder über mich geplaudert, wie ich sehe. Sie lacht und rollt die Augen. Man sollte seine Geheimnisse niemals einem Mann mit so viel Salz im Bart anvertrauen. Wie dem auch sei, zeig mir, was du anzubieten hast. Nanz untersucht das Zepter, ihre Augen durch faltende Haut bedeckt. Imatle hatte recht, ich kaufe es. Leider ist ein zerbrochenes Zepter nicht so wertvoll, wie er dir vielleicht hat glauben lassen. Sie bringt verstohlen gerne ein Gesicht durch ihre Finger und schließen das Teil in ihren Händen fest. Ich nehme es für 500, dir für 500 ab. Du wirkst mir wie ich aufgeregt. Was verschweigst du mir? Ja, Hagrims Jägeraugen sehen alles. Ihr Mund wirkt zurück nach oben. Scharfsinger als ihr Mantel, wie ich sehe. Die Wahrheit ist, ich könnte das Zepter reparieren. Sie lässt die Finger über eines der Teile gleiten. Sicher, es ist zerbrochen, doch die einzelnen Teile sind im guten Zustand. Es wieder zu reparieren, ist eine Frage der Alchemie. Der teuren Alchemie. Ich muss die zerbrochenen Ende in Schurkenblut baden, um sie wieder zu vereinen. Ganz zu schweigen von der Balsamierung, die nötig ist, um die Verzauberung wiederherzustellen. Sie blickt dich an. Ich könnte es für 1800 Pant reparieren. Das wäre eine super Waffe für Alof, nehme ich mal an. Und ich mag in Spielen ja solche besonderen Waffen, das habe ich immer gemocht. Auch in Dragon Age und Baldur's Gate, das Spinnenfluch zum Beispiel. Und meine Lieblingsbastardschwert, das namenlose Licht. Also ja, 1800 klingt fair, restauriere es für mich. Du bist vermutlich zu sehen, um sicher zu gehen, dass der Geld gut angelegt ist. Dann mach es dir gemütlich. Sie legt die verschiedenen Pulvertränke und Indikatoren auf einem Schreibtisch bereit. Nachdem du scheinbar stundenlang gewartet hast, kehrt sie in den Hauptsaal zurück und präsentiert das Zepter. Du begutachtest nicht es. Es ist nicht zu erkennen, dass es hier zerbrochen war. Das ist vielleicht die beste meiner Arbeiten, wenn ich das so bescheiden sagen darf. Und danke, dass du mir diese Gelegenheit gegeben hast. Ein solches Stück in den Händen zu halten, ist für jemanden in meinem Beruf ein echter Traum. Sie blickt es wehmütig an. Pass gut darauf auf. Leb wohl. Yay, Level-Ups. Ingvitarnisches Zepter. Zweihändig. Eigenschaft gut. Ah, hier sind die Details.
Genauigkeit und Schaden. Angriffsgeschwindigkeit plus 20. Naja. Ist aber auf jeden Fall viel mehr wert. Na, behalten wir es mal. Sieht auf jeden Fall cool aus. Gut. Hm. Das heißt, wir machen jetzt bei Hagrim und Äther Stufenaufstieg. Mal wieder. So. Unused points will carry to the next level. Da geht's einmal in Mechanik, bitte. Und das war's auch schon, glaube ich. Hier will ich glaube. Obwohl, wollte ich nicht Schnellschuss nehmen. Ich gucke erstmal, was kann ich hier? Teuflischer Gefährte? 15 Schaden. 15 Genauigkeit auf den verwundeten Schuss. Treuer Gefährte. Verwirrt gegen Angriffe. Gnadenlose Gefährte. Schleichangriffschaden 30%. Unterstützung. Tiefe Taschen. Schnellauswahlplätze. Waffenträger plus ins Waffenset. Schneller Läufer. Schuss aus der Bewegung. Kind der Flammen. Waffenträger. Das bringt mir alles nichts. Ich wollte Stellung halten. Achso, fein. Das ist was für Edder eher. Offensiv. Ich hätte eigentlich gern Scharfschütze. Genauigkeit gegen Feinde in Distanzschütze. Genau, Schütze plus 20 Nachladegeschwindigkeit. Das ist für die Arbaleste nämlich ziemlich schick. Das hätte ich nämlich gerne. Weiter. Und erledigt. Sehr gut. Und Edder. Eder kriegt Athletikpunkt. Oder gebe ich ihm mal zwei Überlebenspunkte. Zwei Überlebenspunkte kriegt besser. Defensiv Stellung halten könnte er gut gebrauchen. Was kann der Klasse? Bonus niederstrecken. Noch einmal niederstrecken. Kriegerischer Verteidiger. Erhöht die Aufmerksamkeit auf im Verteidigungsmodus, wodurch er. Oh ja, das möchte ich genau. Das möchte ich. Erledigt. Gut, dann wäre das schon mal erledigt. Ah. Als nächster Schritt. Wir haben jetzt hier alles erledigt, denke ich mal. Das heißt, wir können zurück nach Ondras Geschenk uns um den einen Kerl kümmern. Jedenfalls Lektion der Zeit. Oh, es wird Tag. So, you will go to your king and what? Implore him to curb his violent impulses at the word of a heroic academic. You don't usually grace me with your flattery, priest. What merits this attention? All Rawatai's history is war, same as everyone. If only the world were led by soft-hearted giants who waste their muscles stroking their own quills. Oh, wouldn't that be grand? I'm content to remain a burr in your boots. But here, if you but stand on the docks, you can single-handedly ensure no one ever sails to the Deerwood again. Okay, die hatten gerade eine ziemlich interessante Konversation. Egal. Auf zu Ondras Geschick. Es ist Tag. Jetzt können wir uns vielleicht besser umhören, was die, was den Jungen angeht. Vor allem ist jetzt wieder Ebbe, also können wir vielleicht den Jungen. Ich hoffe mal, der Junge ist nicht ertrunken. Ein unglückliches Missgeschick, ein junger Knabe. Okay. Besiedlungsanhörung im Palast des Dux.
So, es ist Tag. Vielleicht sind hier jetzt andere Leute unterwegs. Hm. Also hier ist auf jeden Fall ein Betrunkener. Okay, unser Händlerfreund hier ist nicht mehr da. Oh nein. Seht ihr das da unten? Das ist eine Seele. Und hier ist, glaube ich, ein Stück vom Steg weggebrochen. Ah. Derin. Der halb im Schlamm und Seegras bedeckte Leichnam eines jungen Klagen liegt unter zu deinen Füßen. Seine toten, starren Hände umklammern einen Dolch. In der Nähe verweilt eine Seele, die im Küstennebel etwas verwirrt und verloren wiegt. Nach der Seele greifen. Als du nach der Seele greifst, schlägt sie nach dir. Um dich herum zischt glühender Nebel durch die Luft. Die Seele kann dich nicht berühren, aber du spürst, wie sie mit schwacher, unkontrollierter Wut brennt. Ist schon in Ordnung, ich bin gekommen, um dir zu helfen. Bei mir solltest du besser nichts Komisches probieren. Beruhig dich und zeige mir, was passiert ist. Die Seele flackert, sie wallt auf dich zu und zögert zuerst. Als sie um dich herumwirbelt, erfährst du die Verwunderung, Furcht und Freude, mittags zwischen den Schiffen herumzurennen. Mit einem Ruck zieht sie dich auf die Straße um den salzigen Mast. Frauen mit geschminkten Gesichtern winken zwischen Männern, die in das Lampenlicht hinein und wieder heraustaumeln. Vater ist in die Schenke gegangen, wie immer. Er sagte, er würde nur ein paar Minuten dauern, aber es wurden Stunden. Der Mann, der die Tür bewachte, lachte, du hast ihm das erzählt hast. Eine Hintertür gibt es immer. In einer Gasse haben zwei Männer eine Frau in die Ecke gedrängt. Ihre Wangen sind tränennass. Sie steht mit dem Rücken zur Wand und sieht weg. Sie kommen ihr langsam immer näher. Du gehst nach vorne. Die Männer nehmen dich kaum zur Kenntnis, aber die Frau wirft dir flehende Blicke zu. Diesen Blick kennst du von misshandelten Straßenhunden und von deiner unehelichen Schwester. Als Vater sie aus ihrem zersplitterten Wiege nahm und zum gefüllten Waschbecken brachte. An diesem Tag warst du sehr tapfer. Ein Messer steckt im Gürtel des Schlägers. Es liegt in deinen Händen und nun ist es in seinem Oberschenkel. Du bist klein und still, aber nicht schnell genug. Finger beißen sich in deinen Arm und ein schlammiger Stiefel segelt in dein Gesicht. Und dann wird alles von kaltem Brackwasser erstickt. Die Seele zieht sich von dir zurück und posiert mit einer Frage. Du hast tapfer gehandelt und im nächsten Leben werden dich die Götter dafür belohnen. Paladin antwortet: Das Leben ist ungerecht. Ich erwarte nicht, dass das nächste auch nur ein Deut besser sein wird. Du bist gestorben. Um fortzufahren, musst du das verstehen. Deren Seele absorbiert diesen Gedanken und verschwindet im Küstennebel, in dem die Docks liegen. Als du dir wieder bewusst wirst, was sich um dich herum abspielt, wird dir klar, dass dein Kopf in Pelaginas gefiederten Händen liegt. Ihre goldenen Augen blicken in die deinen, als ob sie versucht, in deren Tiefen ein Zeichen von Aktivität zu finden. Als sie bemerkt, dass deine Augen reagieren, wackelt sie ein bisschen mit ihrem Kopf und gibt dir einen leichten Knaps. Sie lässt dich los, geht einen Schritt zurück und betrachtet dich sorgvoll. Ist da drin alles in Ordnung? Ja, Pelagina, kennt diese Sache ja noch gar nicht, unsere Wächter-Action. Deswegen, der halb mit Schlamm und Seegras bedeckten Leichnam eines jungen Klamm liegt zu deinen Füßen. Seine Toten starren hin und klemmen einen Dolch. In der Nähe verweilt eine Seele, ja, den Dolch nehmen. Die kleinen Hände des Knaben sind leichenstarr, aber du kannst ihn den Dolch trotzdem entreißen, der zu groß und zu teuer aussieht, um ihm gehört zu haben. In dem Knauf wurde Buchstabe B eingraviert. Ach. Warum kommt mir das nur so bekannt vor? Oh, und wir haben ein bisschen Steuern verdient und Gold an Banditen verloren. Wir brauchen dringend die Hauptburg.